War es um einige Gründe zu früh. Oh, alles Konstis. Schatz, ich komme jetzt nicht mehr rein, oder? Doch, du kommst doch. Du bist jetzt halt nur ein bisschen draußen alleine. Hast jetzt nur, hast mehr als genug Zeit noch, um reinzukommen. So. So. Jetzt nur, der steht jetzt noch draußen. Ist noch nicht. Der da jetzt noch draußen steht, aber der kommt jetzt auch gleich rein. So, Battle-Time hätte ich jetzt keine mehr. Muss ja, das geht wieder. Bringst du rein. Was machen wir? Battle Sales. Da ist gar nichts. Was machen wir? Battle Sales. Tischi, du musst auf das X drücken oder auf diese Säbel, die vorm Hafen sind. Kein Säbel. Die sind direkt vorm Hafen, die Säbel. Die sind dann nicht vorm Hafen, okay. Geh in die Free Camera und geh ein bisschen nach vorne. Und dann musst du halt ein bisschen ins Leere drücken, so. Und mal gucken, ob du es irgendwie erwischt. Wieso hat Mario und Gnaz in X? Weil wir gerade draufgegangen sind. Ich habe auch noch ein X. Ja, dann müsste ich auch noch ein X haben. Ihr habt alle ein X auch. Für mich, außer Giesendorf hat kein X. Er fehlt aus der Reihe. Und Henry Dörnen. Ihr fällt aus der Reihe. Ja, sorry, dass ich nicht draufgegangen bin. Nee, das ist nicht zu entschuldigen, also bitte, ja. Wollen wir links gleich den einnehmen oder B? Wie wollen wir es machen? Ja, ich würde sagen, Teschi, wenn er reinkommt. Ja, der holt B. Der fährt gleich obwohl, auf B. Obwohl, er braucht ja Punkte, ne? Wie komme ich in die Free-Kamera? Position 1 und dann nach vorne scrollen, dann kannst du dich schneller bewegen. Mausrad. Oder einfach den Mausrad klicken. Nein, BASD ist dann die Kamerasteuerung. Ich würde sagen, wir fahren alle zu A und lassen die zu B und lassen die kommen. Aye, aye, Sir. Allein schon deshalb, weil wenn wir jetzt die anderen abfangen, dann hat der Schild fährt dann zum Kreis, der den gecapt hat, kriegt da keine XPs mehr nachher. Das wäre ja doof, ne? Ach, für Teschit ist es jetzt das erste ja, Mal. Aber er kann trotzdem von hinten Schaden machen. Er muss ja nicht ins Getümmel rein, ne? Wo wir sind. Er kann sich doch einfach einem großen Schiff anhängen und dem hinterher segeln. Oh, erstmal jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Du hast versucht, die Holländer aufgehalten oder versucht? Okay. Keine Chance. Also, man konnte das auch nicht vorhersehen, dass das so ausgeht. Mario, gib mal Vollgas. Für was? Guck doch mal auf den Timer oben. Vielleicht warten wir mal dann noch auf Teschid. Was ist denn los mit euch? Jo, ich hab dieses Gerät jetzt erwischt. Fregatte, Seeschneller. Ja, Teschid, du hast einfach vergessen, dein Schiff noch ein bisschen auszurichten. Ah, okay, bin neu im. So, rechts weg, Fahrstuhl. Links weg. Ja, wenn er rechts dreht, dreht in den Gegenwind hinein. Schon gut. Hatten wir alle irgendwie. Das Spiel artet manchmal auch in Arbeit aus. Martin, wir haben ja den Flamm gerade genau zwischen uns mit seiner Pave. Wollen wir mal so. Du mit bitte? Links, ich mit rechts? Entschuldigung, was? Moment! Ich nehme auf die Bremse. Ach ja, stimmt. Stimmt doch gar nicht. Aber da vorne ist eine zweite Pave. Ich hab nur zwei Treffer an dir verursacht, ja? Ja, so dicke Panzer, ey. Wenn du auf einmal nach dem Leckbild da bist, ja, und wo vorher nur Naga war, ist das nicht mein Problem. Ja? Schiebt sich da rein. Du hast
Du hast das ganz, ganz krass gemacht. Du hast irgendein Tool genommen, ja, was mich dann ausbremst, ja. Nur damit ich keine 5 Kills hinkriege. Was doch geklappt hat. Du, da ich World of Warships nicht kenne, sagt mir das gar nichts. 5 Kills in einem Match. Ja? Würdet was? 5 Kills in einem Match machen. Das ist eine Errungenschaft sozusagen. Achso. Okay. Ah, ich, was das angeht, bin ich Noob. Keine Ahnung. Was wird hier geschossen? Tashid, wir waren jetzt, wie gesagt, auf C, B, Entschuldigung. Wenn die Gegner dann alle so mit uns im Gefecht verwickelt sind, dann kannst du dich quasi abkapseln und dann fährst du zu A. Okay. Und dann so lange in den Cap-Kreis drinnen stehen, bis dann halt der Kreis gecapt ist. Steht dann halt auch da, kriegst du eine Meldung dann auf dem Bildschirm. Okay, alles klar. Wir brauchen alle drei quasi, oder? Wir brauchen 1000 Punkte. Ich habe nur aus Versehen die Salve losgelassen, aber ich habe nicht getroffen. Ja. Da schießen immer wieder welche, ne? So. Würden wir mal größere oder längere Geschütze holen, du schießt zu kurz. Gut, ich reihe mich hinter Lunin an. Wir sind Ostpreußen, ja? Wir fahren nicht geschossen. Zwischen Prussia und Russia ist auch nur ein Buchstabe Unterschied. Woran das wohl wieder liegt? Wie lange ist das Battle jetzt offen, dass Leute reinschauen können? Die ganze Zeit, oder? Die ganze Zeit. Nee, ja. Nicht die ganze Zeit. 10 Minuten. Und es können nur die Clans joinen, die entweder daran beteiligt sind oder von den Beteiligten aus Friends gated wurden. Und da ich jetzt vorhin noch Rover aus der Friendslist rausgeschmissen habe, können die hier nicht mehr rein. Ach, das hätte man eigentlich drin lassen können. Wenn sie reingekommen wären und irgendwas gemacht hätten, wären sie alle gebannt worden wegen Scheiße. Hätte man fast provozieren können. Tashid, du fährst irgendwie in die falsche Richtung, oder? Ja, aber Rover verliert, ne? Sie haben schon 3 Spieler verloren. Ich sehe noch keinen einzigen Verletzten, der versenkt wurde. Merkur, Chiriki 2-mal. Ich fahre noch gar nicht. Vorne, weiter oben, Lord Hämchen. 3 Spieler haben. Du hängst Rover im Wind. Verloren. Ah, ich hänge im Wind. Also, ich habe mir gedacht, dass der Timer da abläuft. Was hängst du im Wind? Bist du rückwärts oder was machst du denn? Ich mach gar nicht. Ich hab mir gedacht, du musst den Timer da warten. Nee, du kannst schon losfahren, wir fahren ja auch schon. Na dann? Ja, aber jetzt musst du langsam die Segel rumdrehen und den Fockmast. Und die hinteren 2 Masten gegendrehen. Ja, macht das schon. Dreht schon. Ja, schon, aber er macht mit der falschen Stellung. Schon, noch links? Ja, schon, aber wenn du jetzt mit dem Fockmast den Wind einfängst und nicht wegdrücken lässt, hast du mehr Zug auf dem Bug. Das heißt, der Bug ist stärker herumgerissen. Und da musst du auch die hinteren 2 Masten gegenstellen, ne? Pappalapapp. Er dreht. Ich bin ruhig. Was Pappalapapp? Verwirren jetzt nicht.
Backstein. Wer wirft hier Ziegelsteine? Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Richtig. Keine Ahnung. Kommt's. Clara Pupkina ist auch noch dazu gekommen. Glaub's nicht. Hä? Wo dazu gekommen? Was ist mit Kina? Clara Pupkina ist auch noch hinzugekommen von den Piraten. War vorhin nicht dabei. So, wo wollen wir uns auflinieren? Ach, wir fahren jetzt einfach komplett durch die durch. Ganken die weg. Währenddessen nehmen Tashit jetzt A ein. Während wir die jetzt alle im Kampf halten. Dann ist gut. Einfach jetzt straight durch. Schwule Wolke Siron und gib ihm. Schon das Arschwasser mit seiner Bellona. Ja, alles gut, den Kreis haben wir noch. Also gekappt. Das hier, Güsendorf auch, ne? Was ist denn das? Gucke. Ja, also ich würde ja zu Kurs 45 nehmen. Da zieh ich ja voll dran vorbei. Hast du die Bremse drin? Ah. So, lässt du erstmal die Pavel vor zum Aufarbeiten, oder wie? So, ja, links, rechts, double geladen. Na, so weit habe ich gar nicht gedacht, siehst du? Ja, wenn man schon hier Action hat. Ja, ich kann denken. Also Tashit, du kannst jetzt schon mal Kurs so ein bisschen auf A nehmen, aber mit ein bisschen Abstand zu den Gegnern. Nicht, dass du da jetzt 2-3 mitziehst. Sehe ich momentan nicht, aber es ist da rechts hin. Jörn, kannst du mir das mal übersetzen? Du bist auch Schweizer. Der ist auch Österreicher. Ach ja, ist Österreicher? Wie, ich hau die immer durcheinander. Wie gesagt, für mich ist das beides gleich. Das ist... Nee, das sind signifikante Unterschiede. Für mich sind Österreicher, Schweizer beides Schluchtenscheißer. Alter. Okay, die Bellona ist auch, also auch sehr stark buglastig vom Turn her. Ja, irgendjemand brennt. Ich glaube, du brennst. Alter. Oh, ich brenne auch. Boah. Mensch, wir haben einen schönen Knäuel hier. Da ist ja alles auf Kuschelkurs hier. Aber sowas von. Wir haben ja schon wohl das Ruder zerschossen. Bauen sich ja was. Kann nicht mal auf was schießen. Ich auch nicht. Überall steht irgendein Hass davor. Ja. Sehr krass. Einfach durchschießen durch die durch die Buckes. Kannst dir sicher sein, versenke ich dich. Dann die Maßen. Kann ich? Nee, brauche ich nicht drauf feuern. Was treffe ich denn da? Vor allem hier rechts habe ich Double geladen, treffe ich gar nichts.
Boah. Ich hab zu wenig Leute beim Nachladen. User joined your channel. Hallo. Hallo. Hi. Ja. Würde jemand von euch vielleicht mit einem Lynx oder Basic Cutter rausfahren und gucken, ob die Piraten noch da sind? Die sind mitten im Gefecht. Alle im Port Battle. Im Port Battle? Wir haben noch San Juan de Norte geflogen. Ah. Ah, okay. Ja, wird schwierig mit. Sorry, mein Fehler. Ja, wir sitzen gut, kein schon Thema. Gut, kein Problem. Was wir aber gesehen haben, dass mindestens frag mal gut bei Gusa ist, ne? Und bei Lions. Bitte, was ist passiert? Ein Pirat ist hinzugekommen und drei Lions-Spieler sind noch dort draußen gewesen. Okay. Ja, auf jeden Fall, der Hafen ist unser. Sehr schön. Grazi. Hey, aber muss man bei Lions anfragen im Channel, ob die vielleicht was wissen. Ich glaube, er ist schon wieder raus. Also ich finde, meine Ocean lässt sich auch wesentlich besser segeln. Ich? Ich war so schnell rückwärts, dass ich schon wieder vorwärts fahre. Wie kann eine Konsti mit dem Wind stehen? Das verstehe ich auch nicht. Profil. Es ist kein Bug, es ist ein Future. Viel zu schnell, ohne Segel. Ja, jetzt kriegst du gleich mal. Eine doppelte Ladung. Gucken wir mal, ob es noch so lustig ist da drüben. Also, Knarze. Surin Tobiko schlägt sich zurzeit gut. Na du, meine Dings ist auch aus Kagurien, Sabiku. Meine Buke. Meine Pavel auch. So, ein geiles Holz. Schnellere Kombination, aber stabil, anständig. Kann man so lassen. Auch nur Basic Upgrades drauf. Du bleibst neben mir. Dich lasse ich hier nicht weg. Da machen wir jetzt mal ein schönes Breitseitengefecht, Bro. Oh, Port Battle ist vorbei. Battle Report, no rewards. Da gehst jetzt mal unter, was ist denn los? Ich geh kurz looten, ne? Ich hab meinen nicht looten können. Ich hab meinen nicht looten können, weil mein Schiff auf einmal wahnsinnig schnell wurde. Ich glaube, bevor ich in dem Kreis bin, habt ihr alle versenkt. Das macht ja nichts. Trotzdem in den Kreis, wir brauchen ja 1000 Punkte. Vorher ist es nicht geschafft, egal ob die Gegner tot sind oder nicht. Ah, okay. Was? Geh weg? Palafsius, wer hat das noch nicht? Hab ich schon. So, dann kann der jetzt auch mal hier vor mir jetzt mal sinken gehen. Nee. Also die Constitution hier stellt sich an, Mann.
guck sie dir an. Wird mir jetzt wegzurammen, oder was? Klar. Die Leute, da muss ich nicht langsam fahren, da könnte ich jetzt vor. Richtig, du Schwein, bleib stehen. Da könnte man einfach rüberlaufen zum anderen Schiff jetzt hier ohne Probleme. Die restlichen Punkte gibt es dann fürs Halten der Capture Points, oder wie? Dread Duke. No mercy given or taken. Back to the. Ah, okay. Ich fahr schon mal weiter zu C. Bin ja gerade auf dem richtigen Kurs. Leute, wieso hab ich 2 Kills? Oh, weil du fertig doch. Weil du einfach der Rüstung bist. Habe, ganz einfach. Aber wenn es dich tröstet, Siren, wenn du jetzt so traurig bist, dass du 2 Kills hast, lass dich trösten, weil ich habe auch nur 2. Also bin ich jetzt hier der Quotendepp der Gruppe oder was? So, sind ja alle versenkt. Ja, geht schnell. Kann man Reiter nach C ballern. Ah, fuck. Ah, hinter mir, Schiff. Hey. Geht's noch? Ich hab die noch nicht mal getroffen. Trotzdem, die Absicht zählt. Du, ich hatte auch nicht die Absicht, dich zu treffen. Sorry, dass meine ganze Breitseite dabei so nicht rein ist. Ja, ist dann halt so. Aber dazu musst du erstmal aufholen, damit du deine Doubles mehr reinhauen kannst. Bitte? Ich brauche nur Drehen, Meister. Ja, aber dann... Dreher, dann schieße, aber so viel wird bei mir nicht passieren. Und dann geht er unter. Dann weiß ich, wer mir eine neue Bug gebaut. Du hast gesagt, ich soll schießen. Und es wird nichts passieren. Das ist dein Problem. Ja, ja, einmal Arschloch, immer Arschloch. Oh Mann. Also. B sicherheitshalber nochmal bitte nehmen. Einfach sicherheitshalber mal drin stehen. Kevin, also wenn ich dir eine volle Breitseite Doubles reinhaue, die sitzt, ne, dann hast du intern die ganz schön was weg. Ja, aber wenn du dich jetzt querstellen würdest und auf mich schießen würdest, hättest du so einen beschissenen Schusswinkel, dass da nicht viel passieren würde. 42? Die geht durch. Geht nicht durch. Oh. Zeig doch mal. Na Dreher, komm, schieß, los. Nö. Ich hab ja schon umgeladen auf Singleshot. Weil für das, was ich vorhabe, kann ich Doubles nicht gebrauchen. Ja. Auch ja. Oder man kann sich einfach in den Cap-Kreis stellen und eine rauchen gehen. Kannst du auch machen. Oder was immer du vorhast. Eine rauchen gehen. Das werde ich auch mal. Ein Kaffee? Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal den Füllstandsanzeiger. Warte mal, ich muss das mal so akustisch mal ganz kurz mal wiedergeben. Warte mal. Nee, ist leer, da muss was Neues rein. Nein, doch. Siehst du, ich sehe es noch nicht mal und weiß, was dir fehlt. Das hörst du schon an meiner Stimme, ja? War das schon alles in der Bordbeutel? Ja.
Mit der Frick, was? Die Türme schießen nicht, brauchst keine Angst haben. Beim neutralen Hafen schießen die nicht. Anders ist es, wenn du jetzt einen anderen Hafen, eine andere Portbattle machst, jetzt um einen Hafen irgendwie einzunehmen, dann schießen sie. Das sind diese kleinen Schirmchen mit den weißen Fahnen drauf, oder? So, da ist unser. Dann schieße ich nochmal drauf. So, ich stoppe mal mein Schiff, ja, was ihr jetzt nach 6 Kilometern erst anhält, aber naja, egal. So, bis gleich. Bis gleich. Bye bye. Also man kann sie jetzt auf der Stelle drehen. Ohne Segel. Ach so, ja. Yeah. Aber ohne Segel wollte ich gerade sagen. Wenn du Segel eingefahren hast, dann wird es wohl nichts. Wenn die das noch machen, dass du ohne Segel drehen kannst, dann kannst du das Spiel in die Tonne treten, ne? Nein, dann sind die Masten so dick, ja, dass da der Luftdruck ausreicht, ja. Aha. Und auch das Gestänge und so und die Wanden. Ja, die Reibung im Wasser mit dem Schiff und so, ne? Geht aber nur, wenn du Pirat bist. Oder Russe. Naja, vielleicht werden die Russen ja von dem Computerprogramm als Bots identifiziert. IP aus Russland gleich Bot. Können wir mal knarzen in Ruhe den Masten, solange er nicht da ist? Tut. Ob ich entwickle einen Tick, ich soll damit. Also, selbst meine Ocean turnt ziemlich gut. Naja. Also, ja, Segelprofile, Fortrails bis Firstrails wurden verändert. Es haben sie auch korrekt andere Turn-Charakteristiken reingebracht. Manche Schiffe turnen am Bug sehr stark, dafür im Heck nicht, ne? Also, die Ocean turnt am Bug sehr, sehr gut. Ja, sobald du den Fokker, also das merkst du schon mal. Alleine in dem
wie das Schiff überhaupt auf den Fuckmast anspricht, ne? Aha. Und rückwärts zieht das Ding auch mit 2,5 Knoten ab. Heimlich. Ja, Gegenwind muss man halt damit rechnen, jetzt in Minusknoten zu kommen, ne? Aber das kann man ausnutzen. Normalerweise, ja, auf die alte Art zu wenden mit der Agger ist Horror. Das klappt ja gut, Jack. Ah, vorhin habe ich schon mal getroffen. Mit den dickeren Geschützen habe ich höher gezielt. Ich wollte nur gucken, ob ich mich, wie weit ich mich da angenähert habe. Volltreffer. Das heißt, meine oberen beiden Batterien kann ich ausschalten. Obwohl, die schießen ja nicht, ne? Heißt das. Nein, nein, da kannst du direkt ranfahren. Die Frage, ob man da überhaupt noch rechtzeitig hinkommt. Ich habe hier noch Mediums drauf, da werde ich nie so weit kommen. Ja, ist genau gegen den Wind. Die Außenbefestigung habe ich dem Ding schon weggeschossen, anscheinend. Die haben ja auch schon die weiße Flagge gehisst. Das ist deren Nationalfahne, Flagge. So. Ist das aber nicht? Wieder da. Baby. Sind jetzt alle da? Nee, Knarz ist glaube ich noch nicht da. Ich bin doch gerade wieder da. Ah, der Reh gesagt. Ah, sorry, habe ich nicht gehört. Oh Mario, ich habe das gesehen, dass du auf mein Schiff geschossen hast. Was hat der auf dein Schiff geschissen? Wer macht den Haufen weg? Dann können wir ja raus, oder? Nee. 1000. Bis 1000, wir haben erst 800. Battle over muss da stehen. Richtig. Oh, boah, stimmt. Krass. Ja, du kannst auch jetzt schon rausgehen, ne? Und dich mal kurz weggenken lassen. Ja, kannst du mal berichten, wie es ist. Pass mal auf, dann wird er weggegenkt und sagt, du, alles frei. Ne? Ja, dann müsste jetzt der Wind schon extrem ungünstig stehen draußen, dass man es nicht in den Hafen schafft. Gott, geht das Lava eigentlich vorwärts. Mario, hast du was dagegen, wenn ich dich in Master? Nee, mach mal. Spätestens, wenn er aus dem Battle rauskommt. Ja. Und dann weggegankt wird. Ja. Dann ist er schon vorbereitet für die anderen. Du kannst es ruhig versuchen. Ich glaube kaum, dass du auch nur einen Mast triffst. Auf die Nähe haust du mir alles in die Hülle. Nein. Sag mal, hast du uns eigentlich auch Kaffee mitgebracht? Nö. Noch nicht? Warum sollte ich? Gastfreundschaft? Kaffee? Ich trinke auch keinen Kaffee im Geschäft. Bin aber trotzdem der Einzige, der die Kaffeemaschine putzt.
Voll. Ach komm. Gar nicht so einfach, einen Mast zu treffen von so nah, Alter. Ich sehe jetzt von deinem und meinem Nebel halt nicht mehr unten das scheiß Ding. Doch, jetzt passt. Das war die Hülle. Das habe ich gesehen. Ja, obwohl ich habe schon ziemlich hohe Ziele. Battle is over. Battle is over. Dann so. Auf 3. Halt machen zum Verlassen. Jo. Seid ihr bereit? Ja. Jo. Nee. Wieso nicht, Jack? Hä? Ja. Verwechsel mich doch nicht mit Kevin. Wieso nicht, Kevin? Warte. Kevin hat gesagt, er ist nicht bereit, nicht ich. Entschuldige. Wo ist denn dieses Fort Dauphin? Dauphin, das ist oben bei den Franzosen. Warte. Och Kevin, was treibst denn du? Och man ja, Alter. Ach komm. Okay. Ja, 3, 2, 1, raus. 2, 1, raus. Ich hab den schon so oft jetzt im Mast getroffen. Mann, ich wollte im Prinzip.